Hallo und willkommen bei Muskelwetter. Heute ist Muttertag, aber heute werde ich keinen Whisky mit euch verkosten. Das mache ich dann am Vatertag, einen speziellen des Tages passenden Whisky. Heute gibt es nur eine kleine Kanalinfo, ein kleines Update oder eine kleine Ankündigung. Warum habe ich mir den heutigen Tag dafür ausgesucht? Das hat mehrere Gründe. Wie gerade schon erwähnt, heute ist Muttertag und falls Mütter zuschauen, herzlichen Glückwunsch. Ihr macht einen tollen Job. Und für mich ist der Tag immer so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits habe ich die wundervollste Mutter an meiner Seite, die ich mir für meine Tochter vorstellen könnte. Die macht einen tollen Job und ist so liebevoll und fürsorglich für das Kind. Ich hätte es mir nicht anders und besser erträumen können. Ich bin an dem Tag aber auch immer ein bisschen traurig und das liegt einfach daran, weil der Tag, die Natur der Sache ist es einfach, dass man an dem Tag auch an seine Eltern denkt oder an seine Mutter denkt. Und meine Mutter ist leider vor 4,5 Jahren gestorben, 2016. Und ja, meine Mutter ist nicht sehr alt geworden, meine Mutter ist nur 50 geworden und ist, ja, meine Mutter war schon ein Leben lang herzkrank, ist schon mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen und war eigentlich immer alles ganz gut im Griff, bis sich das so irgendwann während meiner Jugend, ich weiß nicht mehr genau wann, drastisch verschlechtert hat und dann war es eigentlich immer wieder ein Auf und Ab, bis es dann irgendwann hieß, dass das Herz zu schwach ist und dass man versuchen muss, tatsächlich ein neues zu bekommen. Und dann ist meine Mutter Anfang 2016 war es, glaube ich, wieder ins Krankenhaus gekommen. Das war für uns irgendwann schon Dauerzustand. Und dann hieß es, dass sie auch auf der Transplantationsliste jetzt auf die Prio-Liste kommt. Und wenn man auf dieser Prio-Liste ist, dann muss man halt auch vor Ort bleiben, dann darf man auch nicht mehr das Krankenhaus verlassen. Meistens ist dann aber auch der Gesundheitszustand so, dass es nicht mehr gut wäre, das Krankenhaus zu verlassen, sondern dann braucht man tatsächlich eine Überwachung und eine rund um die Uhr Medikamentengabe, damit man noch die kommende Zeit übersteht. Und dann hofft man, dass möglichst bald ein Spenderherz gefunden wird. Das ist in Deutschland aber, weil wir ein Land sind, in dem die Organspende sehr stiefmütterlich behandelt wird und in dem Land, wo kein Mensch automatisch Spender ist, ist das halt hier ein sehr langwieriger Prozess. Die durchschnittliche Wartezeit in Deutschland auf ein Organ bei einem erwachsenen Menschen beträgt mehrere Monate. Ich glaube, bei Kindern, speziell bei Kleinkindern, ist es noch deutlich, deutlich länger. Und ja, es war also absehbar, dass meine Mutter die nächsten Monate im Krankenhaus bleiben müsste oder muss und auch bettlägerig wird. Und das war keine schöne Zeit, es war eine sehr anstrengende Zeit. Aber nach 5 Monaten kam dann tatsächlich die erlösende Nachricht, dass sie ein Spenderherz bekommt. Und dann sind wir natürlich ganz schnell noch ins Krankenhaus gefahren und haben noch kurz mit ihr gesprochen und und. Und dann kam die Transplantation. Die dauert ja nun mal auch ein paar Stunden. Wir durften erst am nächsten Tag wieder hin. Und dann haben wir die Info gekriegt, dass sie in der Aufwachphase einen Schlaganfall erlitten hat und dass sie die Operation nicht überstehen wird. Ja, war für uns natürlich ein totaler Schock. War nach der dann zuletzt hohen Hoffnung die niederschmetternde Erkenntnis, dass es ganz schnell auch doch vorbei sein kann. Ein bisschen Ironie des Schicksals war dabei halt, dass meine Mutter hatte für diesen Fall vorgesorgt. Es gab, weil sie halt wusste, was für Gefahren das mit sich bringt und es war auch alles mit mir besprochen und und. Also wir waren darauf vorbereitet. Was wir nicht bedacht hatten oder was man auch nicht bedenken konnte, war, dass meine Mutter hat zwar sich gewünscht, keine lebenserhaltenden Maßnahmen und so zu bekommen, etc. pp.
Aber letztlich muss man in Deutschland halt trotzdem eines natürlichen Todes sterben. Und als wir dann, als der Hirntod meiner Mutter festgestellt wurde durch den Schlaganfall, haben wir halt gesagt, dass sie keine lebenserhaltenden Maßnahmen bekommen soll. Beziehungsweise das Krankenhaus wusste das durch die Patientenverfügung. Und dann wurden die Geräte, nachdem wir uns verabschiedet haben, auch abgestellt. Und dann hieß es, das kann jetzt noch eine gewisse Zeit dauern, bis halt der natürliche Tod eintritt. Und dann kommt die Ironie des Schicksals. Meine Mutter hatte dann ein sehr gesundes, gutes Herz, was sie theoretisch noch hätte lange am Leben halten können. Die Ärzte sagten dann zu uns, es kann schnell gehen, es kann aber auch mehrere Tage dauern, bis das Herz aufgibt. Und ja, ist natürlich echt doof, wenn man dann hört, dass genau das neue, gute Herz dann dafür sorgt, dass die letzte Ruhe auch noch nicht einkehren kann. Ging dann aber zum Glück doch relativ schnell. Es waren dann noch ein paar Stunden. Es konnten sich noch alle verabschieden, die wollten. Und dann ist sie friedlich eingeschlafen. Aber es war hardcore. Das wünsche ich keinem. Und ja, letztlich ging es zwar total schnell und sie ist halt mit großer Hoffnung in die OP gegangen und daraus halt auch nicht mehr erwacht. Also versuche ich mich immer darüber zu trösten, dass ihre letzten Gedanken positiv waren. Aber es ist natürlich hardcore, ne? Also dazu kam, dass es ein halbes Jahr vor der Hochzeit meiner Frau und mir war und ja, ist halt, sowas ist scheiße, das ist halt so. Ja, und dieses Jahr jährt sich der Todestag meiner Mutter jetzt schon zum fünften Mal. Total krass, wie die Zeit verfliegt. Und inzwischen bin ich nicht nur mit meiner Frau verheiratet, sondern wir haben sogar eine Familie gegründet. Und ich bin mir sicher, dass meine Mutter von oben stolz runterguckt und sich freut. Und ja. Und jetzt, wo ich auch eine kleine Community mit euch aufgebaut habe und sich der Todestag jetzt nun mal mit 5 Jahren jährt, habe ich gedacht, kann man auch irgendwie was Cooles daraus machen. Und das möchte ich dann zu ihrem Todestag machen. Deswegen möchte ich aber jetzt den Muttertag schon mal nutzen, um es anzukündigen. Ich plane eine Charity-Aktion. Und zwar ich habe es noch nicht genau ausgearbeitet. Ich muss dann jetzt die Planung langsam anfangen. Aber ihr Todestag ist der 16. Oktober. Und an diesem Tag möchte ich eine Charity-Auktion starten. Ich habe geplant, Samples zu versteigern in einem YouTube-Livestream oder sowas. Oder genau das Format, das weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt über die Teilungen, die ich so mache und die Flaschen, die ich mir sonst so hole, werde ich immer mal wieder was auf Seite stellen. Vielleicht werde ich auch das ein oder andere Sample noch so dazu kaufen, was spannend und interessant klingt. Und ja, dann mache ich am 16.10., ich glaube, das ist zwar unter der Woche, aber das ist mir egal, mache ich eine coole Charity-Auktion. Ich hoffe, dass da ein bisschen Geld bei rumkommt. Und habe mir überlegt, das dann zu spenden an eine Organisation, die halt auch themenbezogen arbeitet. Ich hatte erst überlegt, das Geld irgendwie der Forschung zukommen zu lassen. Aber ich habe jetzt eine Organisation. Ich will mich mit denen noch in Verbindung setzen. Das muss jetzt alles in nächster Zeit passieren. Aber die Stiftung, die ich gerade im Blick habe, das ist die Stiftung Kinderherz. Die betreut Familien mit von Geburt an herzkranken Kindern und hilft bei der Betreuung, hilft bei Arztterminen, hilft bei Anträgen, hilft bei finanziellen Sachen vielleicht auch das ein oder andere Mal. Weil Familien mit kleinen Kindern, die einen Herzfehler haben, die müssen echt schon viel durchmachen. Sei es jetzt nur, ich sag mal, kleineren Eingriffe in Anführungszeichen oder tatsächlich sogar bis hin zu Transplantationen. Das möchte, also ich als Vater möchte mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, ein Kind zu haben, was nicht gesund ist. Und ich habe da den größten Respekt vor allen Eltern, die das schaffen und stark sein können dabei und für ihre Kinder da sind.
Und umso besser finde ich es, dass es dann halt auch Organisationen gibt, die diese Menschen dabei unterstützen. Und das möchte ich gerne im Namen meiner Mutter fördern und würde da gerne diese Charity-Auktion dafür nutzen. Und ja, ich hoffe einfach, dass durch die Samples, die ich dann anbiete, oder vielleicht nehme ich auch die eine oder andere komplette Flasche mit rein, muss ich mal gucken, dass. Schaut, das entscheidet sich einfach die nächsten Monate, wie es so aussieht, wie es vorangeht, was ich so zusammenkriege. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns da am 16.10. einen coolen Tag draus machen. Und die Hoffnung, dass vielleicht auch der ein oder andere YouTuber, die ich inzwischen so kennenlernen durfte, mit einsteigen und weiß nicht, ob sie dann selber eine Auktion machen oder was beisteuern oder wenn sie zumindest Werbung machen oder ich. Kenne ja auch den einen oder anderen größeren YouTuber, der sowas auch schon mal organisiert hat, dass der mir vielleicht mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich habe noch nichts geplant, großartig. Ich weiß nur, dass ich es machen möchte und ich werde es machen. Und ich hoffe, dass ihr alle mit Rat und Tat zur Seite steht und Bock drauf habt und wir hinterher ein schönes Sümmchen zusammenkriegen, um Familien und Kindern helfen zu können. Ja, so, jetzt genug von meiner traurigen Vergangenheit. Ich bin grundsätzlich eigentlich immer ein sehr lebensfroher Mensch, weil ich weiß halt, wie schnell es vorbei sein kann und deswegen versuche ich das Leben in vollen Zügen zu genießen und wünsche euch daher jetzt noch einen schönen Muttertag. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und nutzt den Moment. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.